Hola Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön hier aus der Quarantäne. Ich hocke den ganzen Tag daheim. Es ist relativ langweilig, deswegen werden die nächsten Tage auch viele YouTube-Videos kommen. Also es ist einiges geplant, weil ich einfach, keine Ahnung, man hat einfach Zeit und nichts zu tun so. Und das erste Video, was jetzt rauskommt, ist das hier. Es ist eine Trailer-Reaction zu einem Comic. Ich wollte es eigentlich gar nicht sehen, aber ich bin zufällig auf YouTube, auf dem DC-YouTube-Kanal gewesen und habe mir da so ein Video angeschaut, wo es darum ging, dass die Punchline-Comics, also da ging es irgendwie um Punchline und den Charakter, die werden jetzt alle verschoben wegen Corona, aber in dem Video ging es halt um Punchline und in den Kommentaren stand so übel oft einfach, hey, warum habt ihr unter dem letzten Video die Kommentarfunktion deaktiviert und warum hat das Video 23.000 Dislikes? Und ich dachte so, okay, lass das Video mal anschauen, wir werden es mal zusammen machen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, aber wir schauen es erstmal an und ich glaube, es wird einfach der übelste Cringe und ja, also ich meine, das Ding heißt Gotham High, also es ist, oh Leute, ey, ich bin gespannt, das schauen wir uns mal zusammen an und ja, die nächsten Tage werde ich ein paar Comics vorstellen, die ihr euch vielleicht kaufen könnt, einfach um die Zeit ein bisschen mit Lesen zu vertreiben. Checkt meinen Instagram-Account noch ab. Da ist auch im März sehr viel passiert. Also schaut da gerne mal vorbei. Und ja, so viel zu dieser Werbung. So hier die Kabel alle geordnet. Alles klar. Also wir schauen mal rein. Drei. Ey, es wird einfach, Alter. Bereite dich auf den Cringe vor. Okay. 3, 2, 1. Pam. Welcome to Gotham. Warum nennt man das Gotham? Everyone worships the rich and the beautiful. And no one is richer or more handsome than Bruce Wayne. He doesn't have friends. Instagram account from Bruce Wayne, Alter. My friend Jack Napier has nothing to his name except good looks and a wicked sense of humor. The problem is that I love them both. Nur das ist der Joke, oder was? I'm Selina Kyle, that girl next door. And in my opinion, a triangle is a perfect shape. Ey, was? Ey, was? Das ist ja viel schlimmer, als ich gedacht habe. What the... Warte, was steht da am Ende noch? Oh mein Gott. New York Times Bestselling Autor Melissa de la Cruz. Ey, ohne Witz, warum ist jeder New York Times Bestselling Autor? Das würde ich auch gerne mal wissen. Ja. Ey, was? Okay, also... Okay, das spielt an der High School. Und Bruce Wayne ist offensichtlich auf dieser High School. Warum auch immer, also ja... Keine Ahnung. Und das ist Joker. Ey. Oh. Ey, nein. Ich muss Joker nochmal sehen. Moment, ich muss da kurz... Ey, Leute, wir werden das hier alles mit dieser Reaction-Situation noch ändern. Ich habe das aktuell noch so, dass ich über meine Spielreflexkamera aufnehme. Und ich kann kein Bild-in-Bild machen. Ich habe mich... Später werden wir hier zusammen durchskippen können. Jetzt gehen nur so Standbilder, aber ich glaube, es reicht eigentlich. Also, Selina Kyle, Catwoman, steht auf Joker, der einfach nicht wirklich aussieht wie Joker... Und auf Bruce Wayne gleichzeitig, der auch nicht aussieht wie Bruce Wayne. Ey, was ist hier? Okay. Okay. So. Also wie gesagt, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht im Voraus. Und erfahren, dass Bruce Wayne Chinese ist oder Halbchinese irgendwie. Und ich habe hier so eine geile eine Comic-Seite auf Twitter, hat das jemand hochgeladen. Aus dem Comic. Und ich zeige euch die jetzt einfach mal, ihr könnt die gerne hier zusammen mir mal anschauen. Das hier, den ihr hier links seht. Wer ist das, Leute? Jetzt in die Kommentare bitte. Welcher Charakter könnte das hier sein? Ha? Ohne jetzt diese Sachen kurz durchzulesen. Es ist einfach Alfred. Der Typ ist, ich nehme auf, ne? Ja, okay. Der Typ ist Alfred. Er ist schwul. Das ist Bruce Wayne. Und Bruce Wayne... Das Familienverhältnis zwischen den beiden, es existiert ein Familienverhältnis zwischen den beiden, nämlich Alfred ist der Onkel von Bruce Wayne. Das habe ich zumindest gelesen. Und, ja. Es. Ey. Ey, ich weiß gar nicht, was man zu diesem Thema noch sagen soll. Also, aktuell ist es in der Comic-Industrie sehr krass so, dass, sehr viel mit der, ja, in Richtung LGBTQ-Community gemacht wird, was an sich fein ist. Also da ist wirklich, ich finde das gut tatsächlich. Ich finde gut, dass da Einflüsse reinkommen, weil die Comic-Industrie ist schon an einigen Stellen echt so zurückgeblieben einfach. Und ja, vieles ist einfach veraltet und entspricht einfach nicht mehr der aktuellen Zeit so allgemein, wie die Gesellschaft aufgebaut ist, wie...
Leute sich identifizieren und so weiter. Aber das hier ist wirklich schon wieder so ein Beispiel, wo wirklich einfach mit der Brechstange, also es ist einfach, ich finde es einfach so wack, ey, das ist, warum, das verstehe ich an diesem ganzen LGBTQ immer nicht. Man will ja, ja, zeigen, dass jeder Mensch, ja, wie soll man sagen, also jeder Mensch ist halt eine eigene Persönlichkeit, jeder kann sich orientieren, wie er will. Aber warum nehme ich dann Charaktere, die so schon existieren und ändere einfach deren Orientierung oder deren, ja, wie sie sich selber sehen? Das ist doch, warum macht man nicht eigene Charaktere? Ich verstehe das einfach gar nicht. Warum muss Bruce Wayne Chinese sein? Why? Also ich verstehe überhaupt nicht, was, das hat doch gar keinen Sinn. Also außer, dass es natürlich jetzt, ja, eine neue Nationalität reinbringt und die asiatische Community repräsentiert, aber doch nicht über einen Charakter, der kein Asiate ist eigentlich. Also, warum macht man nicht einen asiatischen Charakter? Das verstehe ich halt an der ganzen Sache immer nicht. Warum macht man nicht neue Charaktere, neue Stories? Warum muss man einfach Sachen nehmen und die einfach so hintwisten, dass es irgendwie passt? Also irgendwie, das finde ich immer schade, wie das so gemacht wird. Und also wir müssen nicht drüber reden, dass Selina Kyle auf Joker steht, ist einfach so skurril. Joker ist ein Psychopath, niemand wird auf ihn stehen. Niemand mit gesundem Menschenverstand. Und Selina Kyle hat einen einigermaßen gesunden Menschenverstand. Gut, vielleicht ist der Joker ja auch komplett anders. Hat auch sehr feminine Züge, finde ich. Also vielleicht ist der, ja, auch ganz, tickt der auch ganz anders, wie wir ihn sonst kennen. Er lacht hier auch sehr freundlich manchmal. Also, ja, und beide stehen auf Selina Kyle. Das Selina Kyle steht auf beide. Er ist so weird, Alter. Ist das weird. Ist sehr, sehr weird. Ja, boah, cringe, ey. Wirklich cringe. Auch das mit diesem Instagram-Ding, ey, Alter. Future CEO of Wayne Enterprises, Martial Artist, Taiwan to Gotham. Taiwan, da steht's, genau. Schau mal, der folgt einer Person. Ist das Selina Kyle vielleicht? 536 Posts, sehr aktiv, dieser Bruce Wayne. Holy shit. Ja, ey, was soll man dazu sagen? Ich finde es einfach richtig wack, dass man sowas mit solchen Charakteren machen muss. Ich finde dieses Highschool-Setting auch schon leicht cringy. Es gab wohl eine frühe Version von dem Ganzen, die vom Design her noch so ein bisschen cooler aussah. Und die Leute fanden das auch eigentlich ganz interessantes Konzept. Aber was sie jetzt daraus gemacht haben, Love Triangle, ey, ohne Witz, Mann. Ja, Leute, also bevor wir zum Ende kommen, wirklich nicht falsch verstehen, ne? Ich finde den Ansatz sehr gut. Also ich finde es wichtig, dass man eben auch, dass nicht alle Superhelden weiß sind und so weiter. Das ist alles wirklich, ich supporte das. Aber dann muss man das mit neuen Sachen machen. Mit neuen Charakteren, mit neuen Stories. Und nicht irgendwas nehmen, was schon da ist. Und es einfach hintwisten. Irgendeine Bekannte, das ist, man geilt sich, also das ist einfach so, wenn man sich den, also würde ich jetzt ein YouTube-Video machen über irgendeinen anderen bekannten YouTuber, damit ich Fame von diesem YouTuber bekomme. So ungefähr kann man das vergleichen. Weil hier wird einfach jetzt Bruce Waynes Charakter genommen und für eine Sache, mit der Charakter nichts zu tun hat. So. Also da wird einfach Fame abgegriffen. Das ist einfach, ja, lächerlich. Naja, Leute, haut rein. Ich meine, kannst du fürs Einschalten, das war sehr weird. Ja, und genau, ich stelle euch demnächst ein paar Comics vor, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob Trailer droppen. Ich glaube, aktuell sieht es da nicht so gut aus. Wonder Woman wurde ja verschoben, das habe ich euch ja schon auf Twitter geschrieben. Und ja, es wird alles Mögliche gerade verschoben. Ist echt traurig. Ich will wieder einen Superheldenfilm sehen. Ich weiß gar nicht, ich würde gerne wieder über Superheldenfilme reden auch. Ist echt, echt sad. Ja, haut rein, Leute. Bis dahin. Ich bin auf eure Kommentare echt gespannt. Also, ihr könnt da, ich bin echt gespannt, was ihr von dem Ganzen haltet. Also, haut rein. Bis dahin. Ciao. Es ist wirklich gefährlich. Gefährliches Thema. Ciao.